dann da dann anung zu. Da du ge chü de pamba song ge kong ge ba die ba de na je ge wa. Zu du ge cha la de da yang na ren ta. Da du jen ge ne che ro lu du lu ta ta ne le de ba ta dang ro ba ta. Ne song dang dang ro da ten ji ge go la na je. Wenn der in die Sanjian der Bild der Tina der Chasang der Trip Time Wind of Yoga Tina hat du gekühlt Chasang der Bild der Tina der Yoga Sitzu geht du dann geht der dann jung der der mir ja sollte heute der Tag ja gut Sitzu die Tina du du der dann nach dem Partie der der noch der Luft dann der Pech der dann der war der dann Herr Rinsche wird es jetzt während dem Kurs so halten, dass er vormittags die Lehrungen immer über diese drei Punkte der Meditation gibt. Wir hatten ja angefangen mit dem ersten Punkt, wir waren heute beim zweiten Punkt, im Hauptteil, mit den ganzen Erklärungen dazu und da wird Rinsche auch weitermachen, jetzt den ganzen Kurs hindurch. Am Nachmittag werden die Lehrungen sich auf ein anderes Thema beziehen, nämlich im Allgemeinen über Verhalten, über Einstellungen, über Art und Weise, wie man mit anderen zusammenlebt und so weiter. Und Rinsche meint deswegen, dass diejenigen von euch, die mitschreiben, sich dafür zwei Sektionen machen sollten. Nicht die Nachmittagsbelehrungen im Anschluss an die Vormittagsbelehrungen schreiben, sondern eben die Vormittagsbelehrungen in einem Stück und extra davon die Nachmittagsbelehrungen. Heute Nachmittag wird Rinsche sprechen darüber, wie man mit anderen Menschen zusammenlebt, wie man richtig kommuniziert. Und er beruht sich dabei auf einen Text, der von Nagarjuna stammt. Und zwar hat die Nagarjuna an einen Freund von ihm geschrieben, an den König namens Dechen Sangpo auf Tibetisch. Die beiden waren befreundet und Nagarjuna hat einen Brief an diesen König, an seinen Freund geschrieben. Das ist auch der Name, den dieser Text trägt. Das ist der Brief von Nagarjuna an einen Freund, an seinen Freund. Es heißt darin, es wird beschrieben, bei manchen Menschen ist es so, dass sie sogar mit ihren engsten Familienangehörigen, mit ihren Kindern, mit ihrer Tochter, mit ihren Kindern oder mit anderen nahen Angehörigen im Laufe der Zeit ein sehr schwieriges Verhältnis bekommen und eine Stimmung entsteht, dass diese Personen eben einfach nicht mehr miteinander können, sehr großer Hass entsteht. Und bei anderen ist es so, dass sie mit allen Menschen gut Freund werden, selbst wenn sie zuerst mal eine sehr feindselige Beziehung hatten, ändert sich das und sie gewinnen diese Personen als Freunde. Jetzt ist natürlich die Frage, warum die einen so und die anderen so Freundschaft bzw. Feindschaft finden. Der Grund dafür liegt jeweils nur in einem selbst. Der Grund dafür, dass es bei einem selbst liegt, ist der, dass die Art und Weise, wie man mit anderen Menschen in Kontakt tritt, ja nur von einem selbst abhängt. Dann
Wenn es nämlich so ist, dass man mit Menschen einen guten Kontakt hat, man betrachtet sie als Freunde, und dennoch hält man es so, dass man unehrlich ist, dass man falsch ist und sie an der Nase herumführt. Das kann man bei ein oder zwei Gelegenheiten tun, ohne dass es großartig auffällt. Aber irgendwann merken es die anderen nach einer Weile und stellen fest, dass die Leute, die sie für ihre Freunde gehalten haben, sie betrügen, sie an der Nase herumführen. Die Reaktion wird dann genau die gleiche sein. Man bekommt also das zurück, was man selbst getan hat. Und die betreffende Person, mit der man das gemacht hat, sie wird es auch nicht für sich behalten, sondern wird wieder in ihrem Bekanntenkreis über einen selbst sprechen. Das heißt, es wird herumerzählt, die betreffende Person ist falsch, seine Einstellung ist so und so. Man kann ihm oder ihr auf keinen Fall vertrauen. Wenn man hingegen es so hält, dass man ehrlich mit anderen ist, dass man nie versucht, andere an der Nase herumzuführen, anderen etwas vorzumachen, dann und versucht immer mit einer positiven Einstellung mit anderen umzugehen, dann automatisch, natürlicherweise werden andere einem mehr Vertrauen schenken. Und hat einer mal Vertrauen zu der Person gewonnen, dann spricht sich auch das herum und wird in diesem Bekanntenkreis wiederum bekannt. Das heißt, dass man immer mehr Freunde gewinnt auf diesem Weg. Ein anderer sehr wichtiger Punkt im Zusammenleben mit anderen Menschen ist die Art und Weise, wie man mit anderen redet. Denn Sprache ist etwas sehr, sehr Wichtiges, obwohl dabei nur Laute gesprochen werden, die das Ohr eines anderen erreichen und eigentlich nichts weiter dahinter steckt. Also es sind eigentlich nur Laute, die mal gesprochen werden und wieder vergehen. Mehr ist es nicht. Aber dennoch hat es eine sehr große Tragweite. Deswegen heißt es auch in diesem Werk von Nagarjuna, dass Worte, negative Worte, wie Schwerter und Waffen sein können, die das Herz und die Lungen des betreffenden Zuhörers zerschneiden können. Wenn man gerade in einer streitigen, also im Streit ist und man streitet sich gerade, dann ist natürlich, dass man negativ spricht, das ist einfach im Streit begründet. Aber außerhalb von solchen Situationen, im täglichen Verwenden der Sprache, sollte man darauf achten, dass man sehr positiv und weich und angenehm mit anderen spricht. Denn wenn man darauf nicht achtet, kommt es oft vor, dass man andere einfach verletzt.
Und insbesondere, wenn die andere Person, mit der man zusammenkommt, wenn man weiß, dass mit ihr irgendwas los war früher, dass sie zum Beispiel eher gestohlen hat oder sonst, oder dass sie vielleicht körperlich oder gar sie Gebrechen hat, dann in diesem Fall sollte man auf keinen Fall darüber sprechen und ihn daran erinnern, bist du nicht der und der und hast du nicht das und das, das sollte man auf keinen Fall machen. Denn ohne dabei irgendetwas Großartiges bewirken zu können, ohne dass großartiger Sinn oder Bedeutung dahinter steckt, verletzt man den anderen damit sehr. Und wenn es so ist, dass eine andere Person einen um Hilfe bittet wegen irgendetwas, dann sollte man, bevor man antwortet, gut darüber nachdenken und sich überlegen, ob man wirklich diese Hilfe geben kann oder nicht. Wenn man sich sicher ist, dass man es machen kann, sollte man auf jeden Fall zustimmen und sagen, ja, mache ich gern. Wenn man aber das Gefühl hat, dass man vielleicht nicht die Gelegenheit oder nicht die Fähigkeit oder nicht die Möglichkeit hat, dem anderen zu helfen, dann sollte man auch das ehrlich sagen und sagen, ich kann dir nicht versprechen, es zu machen, ich kann vielleicht versuchen, aber ich weiß wirklich nicht, ob es gehen wird. Denn wenn man einmal etwas versprochen hat, also gesagt hat, ich mache das, ich helfe dir dabei, dann muss man das auch wirklich tun. Wenn man nämlich das, was man versprochen hat, nicht umsetzt, dann bewirkt es für das eigene Leben sehr, also die Dupas in der Kultur. Dann entsteht bei anderen nämlich das Gefühl, dass er verspricht zwar ständig das und das zu tun, aber es steckt nichts dahinter und man wird dann ziemlich schlecht eingestuft von anderen und es ist auch bei uns ziemlich schlecht. Wenn man dann jemand etwas versprochen hat und man macht es, man erfüllt ihm dieses Versprechen und hilft ihm und hat ihm damit in irgendeiner Weise genützt, dann sollte man aber später nicht immer wieder darauf zurückkommen und erzählen, damals habe ich das und das getan und dann habe ich dir in dieser Weise geholfen und so weiter. Die Art und Weise, wie man mit anderen reden sollte, sollte wirklich entspannt, also entspannt und weich sein. Und Rumi meint, dass das sowieso in Europa verbreitet ist. Die Europäer sind im Auge, die Westler sind im Allgemeinen so, dass sie sehr angenehm miteinander reden.
für das physische Verhalten sollte man darauf achten, dass man wirklich ruhig ist und angenehm mit anderen. Auch wenn man zum Beispiel Türen auf und zu macht, dass man sie nicht zu haut, sondern sie langsam öffnet und wieder zu macht. Und bevor man die Tür von den Zimmern anderer Leute aufmacht, anklopft. Das ist tatsächlich im Wiener ja beschrieben. Das ist, wenn man es so hält, dann lebt man in Entsprechung mit den Lehren Buddhas im Wiener ja. Da heißt es, wann immer man weiß, dass in diesem und jenen Raum ein dass wann immer man weiß, dass in diesem und jenem Raum der eigene spirituelle Lehrer oder Lama sitzt oder irgendjemand anders, dass man zunächst, bevor man eintritt, anklopfen sollte. Hier im Westen kennt zwar kaum einer die Lehren des Vinaya, aber dennoch ist es eigentlich so, dass die meisten anklopfen, bevor sie irgendwo hineingehen. Das ist eine sehr gute Tradition. Vielleicht der, der das eingeführt hat, vielleicht hat er wirklich den Segen von Buddha Shakyamuni getragen. Und es heißt auch im Vinaya, dass man beim Türöffnen die Tür langsam öffnen sollte und sie langsam wieder schließen sollte, ohne dabei in zu großer Hast sie auf- oder zuzureißen. Und im Allgemeinen das körperliche Verhalten immer ganz ruhig und entspannt sein sollte. Die Tibeter, bei den Tibetern war zwar die Vinaya-Lehre, also diese Lehre von Buddha Shakyamuni, sehr verbreitet, viele haben sie gekannt, aber die genauen Anweisungen wurden nicht so genau befolgt. Das heißt, die Tibeter reißen die Türen auf und knallen sie wieder zu und angeklopft wird grundsätzlich nicht. Die tibetische Tradition ist ganz anders, vor allem wenn Lamas größere Einladungen geben, Ermächtigung geben. Die Tibeter drängen sich vor und so stark, dass sogar der Thron anfängt zu wackeln. Das ist hier wirklich anders, wenn hier in Europa im Westen bei Ermächtigungen man in einer Reihe, einer nach dem anderen, ganz langsam vor. Wenn sich sogar zwei treffen, dann lässt der eine den anderen vor.
Also grundsätzlich der Körperausdruck generell, das Verhalten des Körpers sollte also ganz ruhig und angenehm sein. Das Gleiche gilt auch vor allen Dingen für die Mimik, für den Gesichtsausdruck. Natürlich, wenn es einem schlecht geht, dann bedeutet das nicht, dass man ständig lächeln sollte, obwohl es einem schlecht geht. Es gibt Phasen, wo es einem schlecht geht und wo man einfach nicht anders kann. Aber ansonsten, wenn man so normal drauf ist, dann ist es gut zu lächeln, freundlich zu sein, auch immer andere anzulächeln, wenn man ihnen begegnet. Das ist natürlich leicht, wenn man Freunde trifft. Und in dem Fall, die Freunde mögen es auch sehr gern, wenn man ihnen so entgegenkommt. Aber auch insbesondere, wenn man mit Leuten zusammentrifft, mit denen man keine gute Beziehung hat, mit denen man eher eine feindselige Verbindung hat, ist es sehr, sehr gut, sie anzulächeln. Denn sie werden dann auch sich denken, aha, der ist heute aber ausgesprochen nett. Und allmählich auch in der gleichen Weise reagieren. Wenn Römische manchmal in größeren in Kaufhäusern ist und du triffst dich ja wirklich nur dort, also die Leute kennt man ja nicht, die man sonst dort trifft. Und Römische lächelt die Leute an, die sind immer alle ganz erfreut und grüßen zurück. Nagarjuna hat in diesem Brief, den er an seinen Freund geschrieben hat, auch erwähnt, die Welt ist wie ein Spiegel. Wenn man freundlich ist und lächelt, dann bekommt man die gleiche Reaktion zurück. Es ist genau wie ein Spiegel, in dem man schaut. Ist man aggressiv und zeigt seine Aggressivität nach draußen, dann wird genau die gleiche Reaktion zurückkommen. Die Welt ist also wie ein Spiegel und deswegen ist es gut, sich korrekt zu verhalten. Und Rinji meint, dass wir versuchen, das wirklich im Geist zu behalten und dementsprechend zu leben. Dass man lächelt, dass man freundlich mit anderen umgeht, dass man... Dass man ehrlich ist, dass man niemand versucht, eine Nase herumzuführen, niemand versucht zu täuschen, sondern direkt und klar sagt, um was es geht, also ehrlich ist mit anderen und immer wenn man jemandem helfen kann, jemandem zu helfen, wenn man verspricht, etwas zu tun, zuerst prüfen, ob man fähig dazu ist, es zu versprechen und es zu machen. Wenn man es kann, dann auf jeden Fall tun und wenn nicht, dann auch von Anfang an sagen, dass es nicht möglich ist. Dann werden wir jetzt praktizieren und für diejenigen von euch, die die Entstehungsphase, die Visualisierung praktizieren, ist mal vorkommen, dass es einem irgendwie schwerfällt, dass man es einfach nicht schafft zu visualisieren. Wenn das der Fall ist, wenn man sich damit nicht gut fühlt, ist es gut, das Schwergewicht auf die Mantra-Rezitation zu legen. Und wenn man es schwer hat mit der Mantra-Rezitation, wenn das einfach nicht klappt,
dann kann man in erster Linie zum Beispiel Schiene, Meditation mit Geistesruhe praktizieren. Und dann kommt es ja auch vor, dass einem die Beine wehtun, die Knie wehtun, dann ist es völlig in Ordnung, einfach die Beine auszustrecken und zu entspannen.